unkompliziert und schlicht kommt Claudia daher. Sie ist sehr kreativ und hat gerade mit ihrem Mann einen Camper ausgebaut. Sie geht gerne wandern und wenn sie die Route aussuchen kann, dann ist sie happy. Ihren Ausflug ins Newsteil hat sie sich nämlich das zweite vorgestellt. Wir haben ja vor allem angemeldet mit meinem Sohn, weil ich fand, das wäre eine coole Sache, wo er sich so verändert hat, körperlich. Ja, und jetzt bin ich eigentlich alleine eingeladen und ja, das habe ich zuerst ein bisschen gehadert, aber jetzt habe ich gefunden, am Hals eine coole Sache und Mut tut gut. So nach diesem Motto bin ich jetzt heute hier und freue mich jetzt. Über den Mut von der Claudia freuen sich Beauty-Experten von Clarins, der Hairstylist Felix Fischer und die Modestylistin Luisa Rossi. Der unvergessliche Tag startet im Privatsalon Bespoke von Felix Fischer. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass es blond, zu blond war für ihre Hautfarbe. Von der Länge her bin ich auf eine Schulterlänge gegangen, die nicht zu kurz ist, weil es soll wirklich noch weich sein, sehr, sehr weiblich sein. Sobald es lang wird, fängt die Haare aufzustehen und dann stimmt es einfach nicht mehr. Für mich ist etwas Wichtiges, blond so herzubringen, dass sie aussehen, wie wenn man 25 wäre und am Beach gewesen wäre und so ein bisschen verwaschen ist, aber Tiefe drin hat. Und das wollte ich als Erstes machen. Ich wollte den Ansatz dunkler machen, ich wollte ein bisschen dunkle Mästere machen, sogar den Ansatz unten auch noch dunkel gemacht, dass man einfach so eine Form bekommen von der Farbe her. Licht und Schatten. Ich mache eigentlich den Haarschnitt, die sind so geschnitten, dass die Frisur und der Schnitt das ausmacht. Du musst nicht mehr gross was föhnen. Meistens nach vorne, auf diese Seite, auf diese Seite, auf diese Seite, auf diese Seite. Nachher kann man es einfach hinterrühren und dann fällt das wunderschöne Randier. Mit dem neuen und unkomplizierten Haarschnitt geht Claudia in die Clarins Boutique und Skin Spa in Zürich. Claudia findet, dass sie eine müde Augenpartie hat. Und darum habe ich mich entschieden, bei ihr die Jeunesse du Regard, unsere Augenbehandlung, zu machen. Das Ziel der Behandlung ist, dass die Augenpartie wacher aussieht und man einen schön strahlenden Blick hat. Mein Tipp für euch ist, wenn ihr eine Augenpflege auftragt, nehmt etwas Produkt auf die Fingerspitzen und geht mit leichtem Druck von innen nach außen. Bis zu den Schläfen, ihr könnt auf die Augenlider gehen, bis zu den Schläfen und was auch wichtig ist, die Zornesfalte. Nach der wohltuenden Behandlung rund um die müden Augen hilft ein passendes Make-up natürlich zusätzlich. Beim heutigen Make-up bei der Claudia liegt mein Fokus vor allem darauf, um ihr Make-up wasserfest und super langhaltend zu gestalten. Die warmen Sommermonate liegen vor uns und das ist auch ein Thema, das ich oft darauf angesprochen wird. Wie kann ich machen, dass das Make-up nicht wegschmilzt? Ich bereite Claudia ihre Haut mit Foundation und Concealer vorbereiten und dann aber auch gerade schon mit dem Star von diesem Look reingehen. Und zwar ist das ein Bronzer. Ein Bronzer ist etwas, das man in den Sommermonaten super gut verwenden kann, um einfach noch mal ein bisschen zu tricksen. Gerade am Anfang des Sommers, wenn man noch nicht so den Tee hat, den man gerne hätte, kann man das auch schön auftragen und so ein bisschen Sonnenküste herkommen. Natürlich arbeite ich bei Claudia auch an den Augen mit wasserfesten Produkten. Ich habe mich für einen wasserfesten violette Kajal entschieden, den ich schön verblenden und so ein bisschen Farbe mit ins Spiel bringen. Und das Ganze tue ich abrunden mit einer wasserfesten Mascara. Die Lippen behalten wir relativ dezent. Ich verwende heute ein Lippenöl, um Feuchtigkeit zu geben. Auch das ist im Sommer ganz, ganz wichtig, dass wir die Lippen nicht austrocknen lassen und auch da mit genug Feuchtigkeit arbeiten. Man sieht schon ein bisschen, dass Claudia sich nicht täglich schminkt, aber der gewünschte Effekt ist auf jeden Fall da. Sie sieht wach und frisch aus. Im PKZ Wimmen an der Bahnhofstrasse kann sich Claudia von den Sommermoden inspirieren lassen. Du aber ein Rechts-Upgrade. Du bist ein bisschen mehr der Casual-Typ, gell? Weil ich habe nämlich so eben mehr Casual für dich ausgesucht, aber sommerlicher. Gell, ist gut? Also komm, ich zeig das. Jeansjacke ist nicht gleich Jeansjacke. Auch da gibt es Unterschiede. Claudia hat bereits so eine und ich habe noch mal eine andere für sie. Und zwar eine hellere, eine frischere. Und ich finde, die passt viel, viel besser zu dem Outfit, jetzt, das ich ausgesucht habe für sie. Weil ich habe gefunden, eine Leinenhose muss unbedingt annehmen. Habe ich schon gesagt, dass die coole Jacke von Angel ist? So, jetzt wisst ihr das. Die Leinenhose ist wirklich mega cool von Paul Kehl. Sie ist von der ganzen Machart her etwas speziell. Also schon mal, dass sie breiter ist und dass auch an einer kleinen Frau geht, das ist wichtig, weil sie weich ist. Nur dazu hat sie ein Band, also einen Gürtel drumherum, wo man mit und ohne anlegen kann. Und wenn sie es mit hat, kann sie es wirklich auf der Seite eine schöne Schlaufe machen. Das sieht mega herzig aus, kann sie aber gerade so gut auch wegnehmen.
Passend zum Outfit ist das T-Shirt von Marco Polo. Streifen ist für mich auch so ein Sommerthema. Das gehört dazu. Und statt dass ich jetzt so klassisch dunkelblau und weiß genommen habe, habe ich Ciel und weiß genommen. Ich habe gefunden, das ist harmonischer, weil nämlich der Schuh, den ich ausgesucht habe, ist eben auch in dem Türkisblau von Anonymous, eine schöne Sandale, wo Claudia sich super drin kann bewegen und trotz allem ein bisschen feminin ist. Und bei der Tasche habe ich müssen, dass das sommerlich bleibt. Da habe ich von Gianni Chiarini eine schöne, eigentlich so eine kompakte Tasche mit Streusatz ausgesucht. Ich finde, die passt perfekt rein. Oft haben kleine Frauen das Gefühl, dass lange Kleider nicht zu ihnen passen oder dass sie zusammendrücken, aber das ist nicht der Fall. Es ist wichtig, dass das Material muss stimmen, es muss weich und fließend sein. Und das Kleid von Anna Alcazar, finde ich, passt perfekt zu ihr. Es ist ein schönes Muster, ein frisches Muster mit grossen Blumen und auch das passt. Passend zum Kleid habe ich für sie ausgesucht ein Baumwolljäckli mit Viskose und Leinen, weil die Kombo Viskose-Leinen macht das Ganze ein bisschen sommerlich. Also so eine Wollejacke im Sommer, das geht nicht. Zu dem coolen Bohemian-Look habe ich gefunden, ein Zockeli passt doch perfekt. Eine von Soft Clocks. Und wie könnte es auch sein? Perfekt passt natürlich auch die Tasche zum Look. Es ist ein Korbtäschchen von Bidensalk. Mut tut gut. Mit diesem Motto ist die Solothurnerin zu uns gekommen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat mir gut gefallen. Und Felix, ja, es ist super, wie er das macht. Und sehr familiär bei ihm. So bei ihm in der Stube fast. Ja. Ich würde doch sagen, es war ein gelungener Tag. Und jetzt, Lukas, mein Sohn, das nächste Mal bist du dran.